Wenn ich meinen ersten Marzipanstollen backe, dann wird es auch Zeit, meinen Weihnachtskram auszupacken. Dann ist es nämlich nicht mehr weit bis zum ersten Advent. Und ein Christstollen oder Marzipanstollen sollte ja mindestens eine Woche liegen, bevor man den anschneidet. Und deswegen fange ich jetzt auch eine Woche vor dem ersten Advent damit an. Und ich habe gestern Abend schon Rosinen eingelegt, und zwar in Rum. Die sollen ja richtig schön voll saugen. Und habe die so in 6 bis 8 Esslöffel rumgelegt, ab und zu mal umgerührt und mit Frischhaltefolie abgedeckt, einfach in der Küche stehen gelassen. Und in meinen Marzipanstollen kommt natürlich auch Zitronat. Wer das nicht mag, der kann auch den Abrieb einer Zitrone nehmen. In das Schüsselchen Zitronat habe ich vor 2 Stunden Wasser gegeben, einfach damit das Zitronat schön aufweicht und weich im Teig ist. Der Abrieb von einer Orange. Und geschälte Mandeln, die ich gerade noch gehackt habe, also grob gehackt habe, die nehmen gleich den Rest der Feuchtigkeit, die noch in der Schüssel sind, auf. Aber das machen wir später. Erst muss ich den Teig machen. Und vor einer Viertelstunde, damit ich nicht hier schon wieder abbrechen muss, habe ich ein Päckchen Trockenhefe, einen Esslöffel Zucker mit 150 Milliliter lauwarmer Milch angesetzt und habe dann jetzt schon mal meine Hefe. Ich brauche natürlich noch Mehl, Zucker, ganz weiche Butter, ein Ei, Muskatnuss, Zimt, Kardamom, eine Prise Salz, Vanillezucker und ganz zum Schluss später den Rest der Butter, so 100 Gramm Butter, die wird dann noch mal warm gemacht und dann zeige ich euch auch, wie ich meinen Christstollen richtig schön saftig bekomme und der nach einer Woche auch wirklich noch richtig lecker ist und gar nicht trocken. Das kann ich euch versprechen. Und als erstes mache ich natürlich jetzt erstmal meinen Teig. Und ich habe 375 Gramm Mehl. Die gebe ich jetzt erstmal in eine Schüssel. Und dazu kommen 75 Gramm Zucker, ja, ich habe jetzt eine Löffelspitze, eine Messerspitze, Muskatnuss bzw. 2 Messerspitzen Muskatnuss, 2 Messerspitzen Zimt und ich habe mir Kardamom gerieben. Ich habe den nur, ich weiß, den gibt es bestimmt schon gemahlen. Ich habe den jetzt hier im Mörser gemacht und da kommen dann auch noch mal 2 Messerspitzen zu, eine Prise Salz und ein Päckchen Vanillezucker. Ich nehme da ja immer gerne meinen selbstgemachten. So, das verrühre ich ein bisschen, dann ist das schon mal schön untergehoben. Und jetzt gebe ich meine Hefe dazu, mein Ei nicht runterfällt, die angesetzte Hefe einfach in die Mitte. So, dann die 150 Gramm sehr weiche Butter. Ich habe die gerade auf die Heizung gestellt. Dann ist die auch wirklich ganz weich. Also die Schüssel einfach. Jeder hat ja jetzt die Heizung an und da wird die dann richtig schön weich. Ja, jetzt kommt noch mein Ei dazu und dann verrühre ich erstmal diesen Teig. So. Und dann geht es da mit den Zutaten weiter. So, der Teig war jetzt 7 Minuten in der Küchenmaschine und ich habe noch ein bisschen Mehl dazu gestreut, weil ich hatte ein sehr großes Ei. Das kommt immer auf die Eigröße an. Und wenn er merkt, der ist sehr klebrig und geht nicht vom Rand ab, dann streut er einfach ein bisschen Mehl dazu, bis er nicht mehr am Rand klebt. Den decke ich jetzt ab und stell den an einen warmen Ort. Und bei mir ist das jetzt der Backofen. Das so bei 30, 40 Grad könnt ihr den gerne in den Backofen stellen oder an die Heizung. Das geht natürlich auch. Hier kann er jetzt 35, 40 Minuten gehen, bis der schön aufgegangen ist. Und in der Zeit können die anderen Zutaten schon mal schön durchziehen. Und zwar habe ich ja hier meine Rosinen. Da ist auch noch, wie ihr seht, ein bisschen Rum drin. Die gebe ich jetzt hier in eine andere Schüssel. Die Zitronat habe ich gerade abgegossen, gebe die dazu. Die nehmen jetzt auch noch den Rest von dem Rum auf. Den Abrieb von einer Orange und die gehackten Mandeln.
Und die Mandeln sind ja trocken und die nehmen jetzt den Rest der Feuchtigkeit auf, die jetzt hier noch so drin ist. Das vermischt da jetzt. Zwischendurch immer wieder mal umrühren. Und die Masse kommt dann gleich unter den fertig gegangenen Hefeteig. Oh, das duftet. Die Orangenschalen und der Rum. Oh, ich liebe ja Rum. Also Weihnachten geht ja bei mir eine Flasche Rum raus, drauf. Nicht zum Trinken, aber zum Backen. Und den Rum schmeckt man auch nachher nicht mehr. Also die Rosinen sind total weich, aber in dem fertigen Marzipan. Stollen schmeckt man nachher den Rum gar nicht. So, das lasse ich jetzt schön stehen, rühre das ab und zu um und warte auf meinen Teig. Ich habe meinen Christstollenteig jetzt 40 Minuten gehen lassen und kann dann jetzt auch weiterarbeiten. Die Rosinen, Zitronat und Mandeln sind jetzt richtig schön durchgezogen. Die habe ich ab und zu umgerührt und die ganze Flüssigkeit ist jetzt auch von den Mandeln aufgenommen worden. Also so, dass jetzt keine Flüssigkeit mehr da drin ist. Jetzt gebe ich meinen Hefeteig wieder zurück in die Maschine oder unter die Maschine und gebe jetzt nach und nach die Zutaten dazu, also hier dieses Gemisch dazu. Und das wird jetzt nochmal richtig schön untergeknetet und dann kann ich den Christstollen formen. So, die Zutaten sind jetzt gut unter den Teig gemischt und ich habe mir schon ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche gegeben und kann dann auch meinen Teig hier rausholen. In der Zwischenzeit habe ich mein Marzipan schon mal ein bisschen durchgeknetet, Rohmarzipan. Das sind 200 Gramm. Ich habe die jetzt geteilt, weil ich habe mich entschlossen, zwei kleine zu machen, weil ich einen für euch aufschneiden möchte und den anderen werde ich ja richtig schön verpacken. Aber den kann ich dann auch noch verpacken. Die müssen ja luftdicht verpackt werden. Jetzt knete ich mir den hier noch mal durch und wenn ihr die nachher aufbewahrt, den Christstollen, dann müsst ihr den an einen Ort legen, der so 10, 12 Grad hat. Ich mache das immer bei uns hinten in der Kammer, da wo meine Waschmaschine steht, da ist die Heizung nicht an. So, und wenn ich den jetzt hier nochmal durchgeknetet habe, teile ich mir den jetzt. Eigentlich mache ich da ja immer einen großen von. Jetzt teile ich mir den durch und ich mache den direkt auf Backpapier. Also ich roll den direkt auf Backpapier aus. So, dann brauche ich den gleich nicht mehr hier runterzunehmen. Jetzt nehmt ihr euch den Teig und macht euch ein schönes Quadrat. So 2 cm dick. Das braucht man auch gar nicht ausrollen. Das kann man wunderbar mit den Händen machen. So, und dann knete ich nochmal meinen Marzipan durch und mache mir das genauso lang, wie mein Christstollen ist. Und den drücke ich mir jetzt auch schön hier rein und klappt dann erst die eine Seite nach da und dann die andere Seite da drüber und gehe dann mit meinem Handballen hier rein, damit ich diese typische Stollenform bekomme. Und wer mag, und das ist eigentlich auch ganz sinnvoll, der pflückt jetzt die übrig gebliebenen Rosinen hier runter, weil wenn die jetzt mitbacken und dann dunkel werden und schwarz, dann sind die so bitter. Und das wollen wir ja nicht. Das ist ja nicht viel Arbeit, nur die nicht im Teig sind. Die kommen jetzt wieder runter. So, die Stollen, also jetzt ja meine zwei Stollen, den mache ich ja auch noch fertig, dürfen jetzt noch 15 Minuten ruhen und nochmal gehen. Die decke ich jetzt ab und dann kommen die gleich in den Backofen. Die zwei Christstollen standen jetzt noch 20 Minuten hier und sind ein bisschen aufgegangen, konnten ein bisschen ruhen. Und jetzt schaut er, ob wirklich alles zu ist, damit das Marzipan auch bleibt, wo es ist. Und jetzt zeige ich euch auch, warum ich meine Stollen direkt auf Backpapier ausrolle bzw. forme, damit ich die jetzt schön auf das Backblech setzen kann. Dann brauche ich die nämlich nicht mehr anfassen und nehme die jetzt einfach nur hoch. Habe meinen Backofen schon auf 180 Grad vorgeheizt bei Ober- und Unterhitze.
Und warum mein Christstollen so saftig und so lecker ist, das zeige ich euch gleich. Der backt jetzt so 45 bis 50 Minuten und dann lasse ich den 10 Minuten auskühlen, bevor ich dann mit meiner Butter und dem Zucker weitermache. Meine zwei Christstollen waren 50 Minuten im Backofen und stehen jetzt seit einer Viertelstunde hier draußen, sind schön handwarm abgekühlt und ich habe 100 Gramm Butter geschmolzen und erwärmt. Zucker habe ich mir bereitgestellt und Puderzucker gleich zum Einkühlen. Und warum meine Christstollen so schön saftig sind, auch nach einer Woche, zwei oder drei, egal wie lange ihr den liegen lasst, liegt daran, dass ich da ganz viele Löcher reinmache. Und zwar mit einem Schaschlikspieß. Löchert ihr, das habe ich bei diesem schon gemacht, euren Christstollen einfach, egal ob ihr jetzt kleine oder große backt. Macht da so viele Löcher rein wie möglich. So. Und dann nehme ich meine warme Butter und streiche den Christstollen mit der Butter ein. Die Butter zieht jetzt schön in die Löcher und damit wird der Christstollen total saftig, richtig lecker. Unglaublich. Also, trockener Christstollen war gestern. Wir essen nur noch schönen, saftigen, richtig leckeren Christstollen. So, sehr schön. Jetzt zucker ich den und lasse den ganz auskühlen. Dann ist er auch schön angetrocknet hier oben und dann wird er noch gepudert. Für euch schneide ich natürlich einen auf, damit ihr seht, wie mein Christstollen von innen aussieht. Und dann wird er schön verpackt. Jetzt sind die zwei Christstollen schön ausgekühlt und können gepudert werden, bekommen ihr weißes Kleid. Das braucht man ja, braucht ja jeder Christstollen. Richtig schön gezuckert. Sieht schon richtig herrlich lecker aus. Ich hoffe, oder vielleicht habe ich euch ja jetzt auch mal Lust gemacht, einen Christstollen selber zu backen. Vielleicht sogar diesen Marzipan-Christstollen. Ist ja gar nicht so schwer. So viele Zutaten benötigt man nicht. Und wenn man die Anleitung hat, sind die ja auch schnell gebacken. Und man hat den auch mal selber gebacken. Und jetzt schneide ich den natürlich mit euch zusammen auf, damit ihr mal sehen könnt, wie der von innen aussieht. Der muss natürlich wirklich eine Woche mindestens liegen, damit der richtig schön durchziehen kann. Und so sieht mein Christstollen von innen aus. Lecker, ne? Da ist das Marzipan. Richtig toll. Da freue ich mich auch drauf. Und ich packe meine Christstollen in Alufolie. Wickel die also wirklich da richtig luftdicht ein und leg die dann an einen relativ kühlen Ort. So, jetzt muss ich den darüber holen. Und dann nehmt ihr so zwei, drei Lagen und macht den richtig schön zu. Ich mache das gleich, das ist mir zu laut. Packt den richtig schön ein, legt den weg, mindestens eine Woche oder zwei. Also zum nächsten Advent oder zum ersten Advent dürfte das noch passen, wenn er jetzt anfängt, Christstollen zu backen. Über ein Like würde ich mich natürlich freuen. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, dann mach das jetzt und dann siehst du auch alle meine nächsten leckeren Rezepte. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis dahin, eure Bea.